Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Division News. Kurz vor Weihnachten haben wir es und trotzdem gibt es ein paar Neuigkeiten aus dieser Woche. Mehr oder weniger nur Kleinigkeiten, aber natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, euch auch diese noch auf dem Weihnachtstablett zu präsentieren. Also schauen wir mal eben rein. Als erstes sei zu sagen, dass nun endlich auch der überlebende DLC auf der PlayStation 4 zu spielen ist. Am 19. Dezember ist er erschienen, damit ist das Ganze nicht mehr nur ausschließlich Xbox und PC exklusiv, sondern alle können darauf zugreifen und das ist schon mal eine feine Sache fürs Fest. Und wo wir gerade beim Fest sind, genau genommen ja beim Weihnachtsfest, sollte man auch erwähnen, dass Massive mal wieder ein paar Skinpacks in den Shop reingepfeffert hat. Die zeige ich euch hier. Das ist einmal das Parade Pack und einmal das Let It Snow Pack, passend zu Weihnachten. Die könnt ihr euch dafür echt Geld kaufen. Das finde ich, ja, das Ganze hat irgendwie für mich so einen leicht faden Beigeschmack. Das Parade Pack, das kann ich ja noch irgendwie verstehen, das schießt so ein bisschen in die Schiene auch der anderen DLC-Outfit-Packs, aber ich finde schon dieses Let It Snow Pack, das hätte man vielleicht einfach auch so zum Fest der Freude quasi für alle Spieler gratis raushauen können. Generell finde ich, dass man einige von diesen, nicht unbedingt alle, aber vielleicht hin und wieder mal wieder einen dieser Outfit-Packs auch für Leute, die den Season Pass haben, einfach mal so mit in dieses Paket hätte mit reintun können, also quasi als Gratis-Content. Aber okay, das ist natürlich immer eine schöne Sache für die Entwickler, um nochmal die eine oder andere Mark bzw. den einen oder anderen Euro zu verdienen. Von daher sei es so. Wie gesagt, das Ganze könnt ihr kaufen. Das kostet auch gar nicht mal so wenig. Ich meine, dieser Parade Pack kostet 5,99 und der Let It Snow kostet 7,99 €. Also schon relativ happig. Muss man selber entscheiden, ob man das Ganze will. Also ich sag mal, das Let It Snow Teil, das ist ja nun nach Weihnachten auch nicht mehr wirklich sinnvoll. Schaut es euch an, wenn ihr Bock drauf habt, dann zieht euch das Ganze. Ja, haut doch einfach mal in die Kommentare, was ihr generell von diesen Outfit-Packs für echt Geld haltet. Findet ihr das sinnvoll? Findet ihr das übertrieben? Wie seht ihr die Preispolitik? Gerne in die Kommentare und da können wir ein bisschen diskutieren. Aber es ist ja nicht alles schlecht bei Massive und es ist ja auch nicht alles auf Konsum und Kommerz ausgelegt. Nein, es gibt tatsächlich auch Geschenke für alle Spieler auf allen drei Plattformen von The Division. Und zwar zwischen dem 23. und 31. Dezember müsst ihr euch dafür nur ins Spiel einloggen zum Belohnungshändler in der Operationsbasis rennen. Und da bekommt ihr dann nämlich doch noch einen Teil des Let It Snow Kleidungs-DLCs gratis. Und zwar die Pudelmützen hier. Da haben wir nämlich zum einen eine wunderschöne grüne Version und dann natürlich noch die wunderschöne rote Version. Das Ganze passt optisch zum Let It Snow Kleidungs-DLC, ist halt ein Teil davon. Könnt ihr gratis abstauben, denn habt ihr jetzt zur Weihnachtszeit wenigstens eine schicke Kopfbedeckung auf, die euch warm hält. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch, wenn man mit bösen Zungen spricht, als kleinen Appetizer einfach ansehen, weil wer die Mütze schon auf dem Kopf hat, der kann ja auch nochmal eben 6 oder 7 € in den Rest der Kleidung investieren. Aber das behaupten nur böse Zungen. Also seht das Ganze einfach als nettes Geschenk an. Loggt euch einfach in der Zeit vom 23. bis 31. ein, rennt zum Belohnungshändler, holt euch die geilen Mützen und zeigt, dass auch ihr in Weihnachtsstimmung seid. Ansonsten gibt es auch gar nicht so viel zu sagen zu dieser Woche. Im State of the Game wurde nur noch mal so ein bisschen auf die Bugfixes der letzten Wartung eingegangen. Das waren halt so ein paar Kleinigkeiten gewesen. Und zum anderen ging man halt noch mal auf diese Elite Task Force ein, von der ich auch schon mal in einer der früheren News-Ausgaben gesprochen habe. Da sind nämlich nun alle Teilnehmer bekannt und benachrichtigt. Also wenn ihr bisher keine Nachricht bekommen habt, dann bekommt ihr natürlich auch keine mehr. Und laut Massive besteht das Feld da aus reinen PvP-Spielern, Gelegenheitszockern und halt auch Spielern, die PvP-Gefechte gänzlich meiden. Fokus der Taskforce soll ja diesmal die Dark Zone sein und das PvP da drinne, weil ja nun das nächste Update schwerpunktmäßig auf Dark Zone und PvP abzielt.
In der Wartung dieser Woche hat man halt den Überleben-DLC natürlich aufgespielt. Gleichzeitig hat man dann noch ein wenig an der Kompatibilität zur PS4 Pro gearbeitet, hat diesen CE34878-Fehler versucht zu beseitigen und. Also es waren ja dieses Mal nur Kleinigkeiten, die da gemacht wurden. Was ich selber festgestellt habe, ich hatte ja lange Zeit wirklich mit Performance-Problemen zu kämpfen auf dem PC, wo ich immer nach einer guten Stunde wirklich unter schweren Rucklern gelitten habe. Ich habe das Gefühl, dass seit dem kleinen Bugfix-Patch, wie auch immer ihr es nennen wollt, in dem dieser DirectX 12-Modus ins Spiel gepatcht wurde, den man ja auch schon vom PTS kannte, dass seitdem wirklich das ganze Spiel mit aktivierten DirectX 12-Modus viel, viel smoother und softer läuft. Also ich habe überhaupt gar keine Ruckelprobleme mehr. Es wurde ja auch dieser Bug beseitigt, bei dem der Prozessor voll lief und ihr einfach nur noch geradeaus gerannt seid und euch nicht mehr bewegen konntet. Das mag da alles mit reinspielen. Also ich muss sagen, seit diesem kleinen Mini-Patch von vor 2 Wochen war der, glaube ich, oder war das auch diese Woche, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, seit diesem Patch läuft das Spiel wie Butter bei mir. Noch toi toi toi, gucken wir mal, was die Zukunft bringt, aber das scheint wirklich was gebracht zu haben. Im Gegenzug hat der gute Lars, mit dem ich ja öfter hier jetzt auch die Streams gemacht habe, jetzt massive Probleme seit den Patches und hat ganz, ganz krasse Performance-Einbrüche, kann teilweise nicht mehr rennen, der Charakter fällt hin und all solche Scherze. Und auch da habe ich schon aus der Community gehört, dass es mehreren Leuten so geht. Angeblich ist Massive dran an der Sache. Habe ich in irgendeinem kleinen Forum-Post gelesen. Also da soll wohl nochmal nachgefixt werden. Und wie es denn immer so ist, des einen freut, ist des anderen leid. Naja, wie dem auch sei, das war's dann erstmal. Ich kann jetzt nur noch sagen, danke für den ganzen Support dieses Jahr, den wir von euch bekommen haben. Das sollte hier kurz vor Weihnachten nochmal gesagt sein. Das freut uns wirklich alle sehr. Es macht immer wieder Spaß, Streams zu machen, wo ihr dann live dabei seid, wo wir ja miteinander ein bisschen agieren können. Und wir hoffen, dass es nach Weihnachten genauso lustig weitergeht. Gen Ende des Jahres melden wir uns natürlich nochmal und verabschieden euch dann auch ins neue Jahr. Es wird zwischen den, zwischen Weihnachten und Silvester wird auch nochmal ein bisschen was kommen. Der eine oder andere Stream, das eine oder andere Video. Ich bastel momentan noch ein wenig an ein paar Guide-Videos, halt ähnlich wie dieser Defense-Guide, den ihr hier auf dem Kanal sehen könnt. Also wenn ihr da noch irgendwelche Wünsche habt, gerne auch in die Kommentare rein und dann werde ich versuchen, mich darum zu kümmern. Allerdings dauert sowas natürlich immer ein bisschen, so ein Guide-Video ist ein bisschen mehr Arbeit einfach, als hier so eine kleine News-Ausgabe. News, mein Gott. Von daher habt da ein wenig Geduld. Ja, also nochmal von allen Schleckis vielen Dank für den Support, den ihr uns bis hierher gegeben habt. Genau, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst uns einfach einen Daumen da. Wenn ihr weiterhin Division-Videos haben wollt und mit News versorgt werden wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als frohes Fest euch und euren Lieben und bis ganz bald. Reingehauen.